Krokodil versus Flusspferd. Stell dir vor, du bist ein 4 Meter langes, 750 Kilogramm schweres Nilkrokodil mit einem der stärksten Bisse der Tierwelt. Wenn Tiere Flüsse überqueren, haben sie Angst, gefressen zu werden, denn jedes Tier, das dem Wasser zu nahe kommt, ist eine gute Mahlzeit für dich. Absolut jeder hat Angst vor dir, doch dein eigener größter Albtraum ist das 1800 Kilogramm schwere Flusspferd, das mal Pflanzenfresser, mal Killermaschine ist. Es ist wirklich die Art der Natur, ein Lebewesen zu erschaffen, das nur dazu da ist, das Leben anderer auf brutalste Weise mit seinen 30 cm langen Eckzähnen zu beenden. Ganz gleich, ob du ein kleines, wehrloses Fluchttier bist, ein gefürchtetes Raubtier, das sich mit Morden auskennt wie ein Löwe oder ein Nilkrokodil, denn selbst wenn du der Todesengel in einem Schuppenanzug bist, ist diese Maschine leider dick und undurchdringlich, sodass deine Angriffe eine absolute Lachnummer darstellen. Die Regel, Flusspferde niemals zu stören, ist so tief in den Gehirnen der Krokodile verankert, dass sie selbst dann nichts unternehmen, wenn ein Flusspferd Baby auf ihren Schuppen herumkaut, weil sie genau wissen, dass Mama Flusspferd ihnen dann sofort den Kopf einschlagen wird. Und wenn sie erwachsen sind, kannst du dich natürlich nur noch umdrehen und wegrennen, denn wenn du es wagst, dich ihnen zu widersetzen oder wenn du dich einfach verirrt hast und dich inmitten einer Gruppe von Flusspferden wiederfindest, wirst du dich zu deinem Pech bald deinen Vorfahren im Schattenreich anschließen, egal für wie stark du dich hältst.